Hallo, ich bin's wieder, die Jennifer von Jennifer Rostock. Passt auf, ich gehe jetzt kurz total sexy und elegant hier die Treppe runter und währenddessen erzähle ich euch, dass wir hier immer noch am Set sind und ich wollte euch mal ein bisschen was zeigen. Ich zeige euch jetzt erst den Cateringwagen. Ist der nicht schön? Jetzt geht's weiter. Film doch so lange mal meine Schuhe. Da schläft Jennifer in ihrem Bett und es ist ganz schön schwül da. Ja, einen ganz tollen Rauch. Und dann kommt so eine Art Spinne, krabbelt zu ihr hin, ein Riesenviech, und geht so zu ihr hin. Und kommt immer näher. Und dann sieht man, wie sie zusammenkommt. Und sie macht den Deckel auf, es ist nämlich eine Schachtel. Und da drin ist dann ein kleiner Fahrradfahrer, der so schnell fährt, dass er ihr schön Wind zufächert. Und das tut ihr ganz wohl. Und dann ist sie aber irgendwann gelangweilt davon, frisst ihn auf und schmeißt die Spinne weg und schläft weiter. Ey, du meldest mich doch nachher hier beim Puppenschutzbund an. Also hier im zweiten Werbespot sieht es so aus, dass ich dann hier auf dem Boden sein werde. Und da tappe ich so ein bisschen rum, so elektroschockmäßig. Und da verwandle ich mich dann in eine Kreidler. Hallo, mein Name ist Stefan Kudella. Vielleicht kennt mich der ein oder andere noch aus meiner aktiven Mountainbike-Zeit. Das fing alles damit an, dass ich im August einen Anruf der Firma Kreidler bekam, in dem ich erfahren habe, dass ich bei einem Casting-Wettbewerb gewonnen habe. Ich wusste von der ganzen Sache nichts. Das heißt, meine Frau hat mich heimlich dort angemeldet. Sie war anscheinend der Meinung, mit meinen 1,90 Meter wäre die Rolle wie für mich gemacht. Als ich dann die Geschichte gelesen habe, beziehungsweise die Werbespots, dachte ich mir, die Sachen sind so durchgeknallt, den Spaß machst du mit. Und wie werden wir dann genau sehen?